Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XTB und dem Live-Trading am aktuellen Markt. Es ist so spannend, was der Markt gerade macht. Es gibt ein ewiges Hin und Her und wir können uns eigentlich nur die Frage stellen, was wird das Ganze denn tatsächlich hier noch? Also, ich freue mich, dass ihr da seid, damit ich aber auch wirklich weiß, dass ihr da seid, vor allen Dingen, dass ihr mich hören könnt und zumindest mal die Einführungsfolie seht, freue ich mich auf ein Feedback. Wer also kann und will, der tippt mir ein ganz kurzes Feedback, dass alles gut ist. Oh ja, da kommt schon rein. Also ganz lieben Dank dafür. So, wir wollen natürlich gleich auf den Live-Chart gucken, aber damit das auch alles hier rechtlich seine Richtigkeit hat, müssen wir noch zwei, drei Folien am Anfang bringen, nämlich einerseits ein Risikohinweis, denn Börse ist ja nicht ganz risikolos. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, eigentlich viel weniger riskant als viele, viele, viele andere Unternehmungen, die man so vornehmen kann. Allerdings auch hier gilt, man muss halt wissen, was man tut. Und deshalb ganz, ganz wichtig, diesen Risikohinweis nachzuvollziehen, nicht übertreiben. Ich habe jetzt immer wieder auch mit Leuten, gerade eben noch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, hier, ich muss jetzt wohl doch aufhören, ich habe da zu viel jetzt riskiert, weil ich einfach mehr haben wollte. Ja, das ist schade drum. Der Markt gibt uns doch so viele Chancen, jeden Tag, jede mehrmals am Tag, zigmal am Tag, dann ist es doch wirklich, wirklich schade, wenn wir dann quasi darunter so leiden müssen. Deshalb ganz wichtig, der Risikohinweis, bitte, bitte vorsichtig sein, aber nicht ängstlich. Angst muss man an der Börse nicht haben, aber natürlich wissen, was man tut. Aber genau deshalb sind wir ja jetzt hier zusammengekommen und das Risikomanagement ist Bestandteil meines Tradings. Insofern, das werden wir uns gleich natürlich dann auch intensiv angucken, weil das eben tatsächlich ja auch regelmäßig vorkommt innerhalb eines Trades, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Weil wir am Live-Chart ja gleich gucken und ich ja aktiver Händler bin und entsprechend dann hier auch auf die eine oder andere Richtung dann reagiere, jetzt sicherlich nicht während des Webinars, aber ansonsten, es kann natürlich sein, dass es einen Interessenskonflikt gibt, wenn ich vielleicht eine Richtung schon habe, dass ich vielleicht nicht ganz so neutral bin, wie es eigentlich sein müsste oder auch möchte. Deshalb der Hinweis, niemandem vertrauen, auch mir nicht. Nein, aber es geht ja jetzt darum, ein Vorgehen zu verstehen und zu vermitteln. Und das hoffe ich, gelingt mir dann trotz alledem, obwohl ich eben auch selber aktiver Händler eben bin oder eben auch mein Team. Also da kann es natürlich sein, dass ich ein bisschen beeinflusst bin. Ansonsten ganz grob nur nochmal, ich bin in ganz vielen verschiedenen Märkten unterwegs, das heißt auch bei den Indizes natürlich, die wollen wir uns auf jeden Fall angucken, was da eben aktuell los ist, aber auch Einzeltitel, wir können uns auch gleich einzelne Titel mal angucken. Dürft ihr euch auch was wünschen, wenn ihr möchtet? Währungen natürlich, FX für die Einsteiger, dann Rohstoffe, ganz klar, Zinsen wäre ebenfalls was, was wir zwar im Moment sehr unterdurchschnittlich handeln, aber was es theoretisch natürlich genauso noch geht. Und auch die Haltezeiten, da sind wir sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Ich bin selber von sehr, sehr kurzfristig bis auch durchaus längerfristig, wobei jetzt nicht super langfristig, weil dafür sind wir einfach zu aktiv im Markt unterwegs, dass wir jetzt Positionen über viele Monate handeln. Das ist schon wirklich selten, dass es überhaupt mal ein Monat ist. Aber ein, zwei, drei, vier Wochen kann mitunter auch schon mal sein, wenn ein Markt einfach tapfer läuft, dass wir dann da drin bleiben. Das ist auch schon mal denkbar. Worauf ich hinaus will dabei ist, dass wir jetzt keine Einschränkung haben, auch wenn wir jetzt vielleicht einen Zeitrahmen betrachten, den ihr jetzt nicht auf dem Hauptfokus habt. Ihr könnt diese gleiche Überlegung euch auch anwenden auf eure Lieblingszeit, auf euren Lieblingsmarkt. Und ich sehe hier schon ein, zwei Wünsche, die gucke ich mir auch gleich sehr, sehr gerne an. Im Zweifelsfall wahrscheinlich erst so in der Mitte oder ab der zweiten Hälfte mich notfalls nochmal daran erinnern. Also das nicht böse meinen. Aber dann gucke ich mir gerne auch noch mal eine einzelne Aktie an und lade euch auch ein, dabei zu bleiben, auch wenn ihr sagt, wen interessiert denn die Aktie? Denn auch wenn man an einzelnen Titeln vielleicht mal kein Interesse hat, die Methodik, wie man herangeht an einen frischen Chart, den man noch nicht kennt, die ist immer die gleiche. Und das ist das Tolle, man kann es direkt übertragen. So, jetzt will ich aber nicht hier lange rumquatschen, sondern wechseln auf, da steht's, die Xtration 5. Wenn ich die richtigen Knöpfe finde, dann klappt das dann auch. Und ihr dürft mir jetzt sagen, ob ihr den Chart seht. Idealerweise seht ihr den Chart jetzt. Und zwar seht ihr den US 100 und
Könnt ihr das gut genug so sehen? Manch einer sagte, ja, mach's noch größer, aber theoretisch denke ich mal, müsste das eigentlich einigermaßen hinkommen, sonst müsstet ihr euch nochmal melden bei mir. Ich kann euch aber auch Levels mal durchgehen, wenn ihr sagt, ich kann irgendeine Zahl nicht sehen oder sowas, dann will ich mal bewusst hier das nochmal angeben, dass ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Aber meine Einladung, das finde ich sowieso am besten, macht das parallel, entweder jetzt parallel sogar, wenn ihr könnt, wenn ihr einen zweiten Bildschirm habt beispielsweise, oder gerne auch nachher nochmal im Eigenstudium. Auch wenn ihr jetzt noch kein Kunde seid bei XTB, das darf ich sagen, ich bin ja selber gar nicht bei XTB angestellt. Wenn ihr jetzt kein Konto hier habt, ihr dürft trotzdem hier ein Demo aufmachen, ein bisschen rumexperimentieren, das mal ausprobieren, mit dem Tool hier arbeiten. Es ist sehr, sehr einfach und intuitiv, aber es übt ungemein, das zu machen. Und ihr könnt natürlich hier auch mal einen Demo-Trade umsetzen, um zu gucken, ah, hätte es auch so funktioniert oder nicht. Könnt dann damit auch mal Varianten umsetzen. Selbst wenn ihr sagt, ich bin beim anderen Broker, könnt ihr sagen, okay, macht ihr einfach mal auf Echtgeld auf dem einen und dann hier, solange ihr kein Konto hier habt, könnt ihr mindestens auf Demo, dann könnt ihr verschiedene Varianten mal vergleichen. Auch das kann manchmal schon interessant sein. Was wäre passiert, wenn ich dieses gemacht hätte? Was wäre hier, um das einfach mal so ein bisschen auszutarieren? So, das dazu, jetzt wollen wir mal gucken, was der Markt hier jetzt aktuell macht. Das ist jetzt der US 100, das ist also der Nasdaq als CFD. Und der ist natürlich spannend, weil der in der letzten Zeit sich ein bisschen anders ja bewegt hat. Wir wollen es einmal ganz grob wenigstens mal angucken. Dann sehen wir nämlich, dass der sich nochmal ein neues Allzeithoch hier gegönnt hat. Also er ist höher gegangen als alle anderen Indizes, alle typischen Indizes jetzt für uns jetzt mal. Und die Frage ist, wann kommt jetzt hier endlich mal der Rücksetzer? Der wäre ja mal fällig. Aber das wollen wir im Großen jetzt gar nicht so sehr betrachten. Das können wir an einer anderen Stelle, beziehungsweise habe ich auch schon immer mal wieder im großen Bild dann gebracht. Wir wollen uns jetzt mal auf diesen hinteren Teil hier mal konzentrieren, was da im Moment gerade gespielt wird und ob wir da irgendwie was ableiten können. Also gucken wir mal auf den Stundenchart, hangeln wir uns mal ran. Das war das Hoch, das Zeithoch und die Abwärtsbewegung, die ja nun ziemlich deutlich nochmal nach unten war. Und man sieht schon, ich will euch da ein bisschen sensibilisieren, etwas, was wir gleich noch ganz oft brauchen. Nämlich diese klassischen, es gibt Schübe und es gibt so ABC-Korrekturbewegung. Das ist manchmal nicht schön zu sehen. Wenn es nicht schön zu sehen ist, handle ich es auch nicht. Aber wenn ich einen klaren Schub sehe und dann etwas, was ganz klar dieses Wackelige ist, dieses ABC oder ich male es nochmal daneben, entweder so, ABC oder so und dann irgendwie sowas ist. Achtet mal auf das, was hier ist, wenn ich die Zeichnung wegmache. 3, 2, 1, jetzt. Dann seht ihr, das ist ganz klar korrektiv und dann habt ihr eine Idee. Letzte Hoch, vorletzte Hoch, Trigger dazwischen. Ich habe jetzt hier natürlich ein besonders schönes rausgesucht. Ich kann euch auch sagen, das geht manchmal nicht so perfekt. Aber das ist etwas, worauf ihr auf jeden Fall achten sollt, denn das gibt wahnsinnig viele schöne Chancen, da eben in den Markt reinzukommen, wenn man das zu dem Zeitpunkt gerade sieht. So, jetzt haben wir hier eine Aufwärtsbewegung. Ich hatte ehrlich gesagt sogar eher vermutet, dass wir hier ein bisschen dezenter nach oben gehen. Aber der Markt hat hier eine ganz klare Ansage gemacht und er ist bullisch wieder unterwegs. Ja, es sieht so ja aus, als ob der Kurs hier, das, was wir hier jetzt haben, hier so ein Päuschen gemacht hat und hier ein Päuschen gemacht hat in der Aufwärtsbewegung. Und damit haben wir eigentlich das. Zack, Pause, zack, Pause, zack. Also das Blaue ist jetzt unabhängig von dem Chart dahinter jetzt. So, das ist das. Das ist genau dieses Fünffällig. Zack, Pause, zack, Pause, zack. Und nach dieser Bewegung, wenn wir sowas haben, dann kommt sehr gerne so eine Korrektur. Und auf das ist das, was ich jetzt hier abwarte, wo ich sage, na, dann macht mal. Ich bin mal gespannt, was ihr hier hinkriegt. Idealerweise so ABC oder irgendwie so mehrfach. Das ist das, was ich hier im Großen erwarte. Das ist für uns jetzt hier während des Webinars eine Stufe zu langsam, weil da können wir ja nicht drauf warten hier. So viel Zeit haben wir jetzt heute Abend nicht. Deshalb gehen wir noch eine Stufe kleiner. Aber ich weiß, einige von euch sind langsam, einige von euch sind ganz schnell unterwegs. Letztlich vereinfacht kann man sagen, wenn jetzt hier als nächstes irgendwie sowas passiert in der Art, dann haben wir die beste Situation eigentlich, um dann zu sagen, was? Was war die letzte starke Bewegung? Die. Was war dann die letzte schwache Bewegung? Die. Und dann sagt man, okay,
Denn der Kurs danach über das letzte Zwischenhoch, das wäre jetzt eine Variante. Wir können uns gleich andere nochmal überlegen, aber das wäre eine Variante, um reinzukommen, um dann zu sagen, von dort gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal nach oben gehen. Ich kann das auch nochmal hier zeichnen mit diesen Tools, die wir hier haben. Fibonacci-Erweiterungen benutze ich dafür ganz gerne. Dann können wir den ersten Teil messen, von hier nach da oben, dann hier runter. Und dann wissen wir, unser Ziel liegt sogar noch oberhalb. Also das hier nochmal projiziert, wobei wir ja noch nicht wissen, wo das Tief ist. Also bitte jetzt noch nicht ganz ernst nehmen, denn dieses Ziel ist ja jetzt nur mal angenommen, dass das hier liegt. Also die Abwärtsbewegung, nicht das Ziel, sondern die Abwärtsbewegung, das Tief hier. Und aus dem ergibt sich dann das, was wir hier vorne haben, nochmal da hinten nach oben weg. Also da hätten wir noch eine ganze Menge Platz sogar für den nächsten Schub nach oben. Ja, auszuschließen ist das auf jeden Fall nicht. So, aber ich habe es angedeutet, lasst uns mal eine Stufe noch kleiner gehen hier und mal diesen Teil hier genauer angucken. Das, was wir jetzt heute hatten, nicht das, was wir jetzt gestern auch war, sondern eigentlich den Bereich, den wir insbesondere jetzt heute, diese Abwärtsbewegung. Das ist jetzt zum Beispiel hier 5-Minuten-Chart. Das ist das Abwärtsmomentum, was wir hier heute Nachmittag hier hatten. Ja, also ziemlich deutlich ist es hier nach unten gekommen. Das war so die Vorgeschichte. Hier nochmal die Abwärtsbewegung, der letzte Aufwärtsmove, den wir gestern hatten, der dann über Nacht sich fortgesetzt hat, deutlich nochmal fortgesetzt hat. Und dann hier heute Nachmittag, ich sag mal, um Powells Statement, der ist ja vom Kongress immer und vom Senat, muss der immer aussagen. Und heute Nachmittag war das eben. Hat er hier eben eingewirkt und offensichtlich hat der Markt gesagt, oh, dann machen wir mal andersrum. So, das ist jetzt schon rum, die Abwärtsbewegung, über die will ich jetzt gar nicht reden. Jetzt wollen wir nämlich mal gucken, ob wir in den nächsten Situationen hier. Ah, okay, lieben Dank für den Hinweis, das ist gut, das ändere ich gleich dann nochmal. Ob wir nicht hier in irgendeinem der Märkte gleich mal irgendwie einen Trade finden, den wir vielleicht dann auch direkt umsetzen können. Der ist jetzt hier schon am Laufen und selbst wenn ich jetzt hier auf Minute gehe, das heißt mir hier die feinste Struktur nochmal raussuche, da kann ich jetzt im Moment ehrlich gesagt nichts mitmachen. Ich bräuchte jetzt hier auch auf der ganz kleinen Ebene irgendeinen korrektiven Rücksetzer, irgendetwas, was zumindest mal so einigermaßen irgendwie A, B, C aussieht, um dann wieder einzusteigen. Allerdings, da die Struktur hier vorne ja schon komisch ist, ist das eigentlich nicht aktuell ein Markt, den ich super sexy finde. Höchstens dann noch, das müssen wir gleich mal gucken, auf der ganz kleinen Ebene, um zu sagen, okay, wir haben hier so eine Aufwärtsbewegung, das hier, es geht wenigstens noch mal so ein bisschen nach oben. Aber da finden wir, glaube ich, Besseres. Im Moment hier beim Nasdaq würde ich aktuell nichts tun. Ja, es ist nicht mein Ding hier in diesem Markt aktuell. Aber wir sind ja nicht allein und wir wissen, mit dem Nasdaq allein und wir wissen, dass Dow Jones und der S&P ein bisschen anders im Moment unterwegs sind. Und wenn wir uns hier das mal angucken, hier hatten wir so ein bisschen die Situation. Nochmal einmal der Eyecatcher, Schub in die eine Richtung, zack, 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 in die andere Richtung, Trigger in dem Fall für die Abwärtsseite. Hier war das nicht so deutlich mit dem, also hier ist aus meiner Sicht kein deutlicher Trigger, also deshalb hier zwar schade, also er kann auch ohne Trigger mal laufen, das ist mir auch immer ganz wichtig. Es geht nicht darum, so von wegen, ha, mit der Methode verpasse ich nie wieder einen Trade. Ja, das wäre sehr, sehr schön, aber ist leider auch nicht realistisch. Aber wir haben damit viele, viele Situationen, die wir dadurch auf jeden Fall erkennen können, wenn wir irgendwo eine starke Bewegungsrichtung haben und etwas, was dreiwellig in die andere Richtung geht. Und ganz wichtig, triggert. Nicht einfach sagen, nö, nö, ist mir egal, ich gehe schon mal vorher. Dieses Trigger-Moment, dass wir eine A, B, C haben und dann irgendwas triggert, um es dann nach oben fortzusetzen. Ja, also das ist, oder nach unten, das geht natürlich genauso. Haben wir hier aber im Moment ehrlich gesagt nicht. So, aber es könnte gleich nochmal spannend werden, wenn er nämlich jetzt Folgendes macht. Wir haben ja jetzt so eine relativ, allerdings zugegeben recht steile Bewegung hier, dann kann dieser Marke nochmal ein Trigger-Moment zukommen. Ja, denn das ist jetzt der blöde Teil. Eigentlich ist das hier ja mehr oder weniger dreiwellig runter.
Aber auch dreiwellig geht. Also es gibt auch solche Bewegungen, dreiwellig runter. Dann gibt es eine A, B, C. Und dann nochmal dreiwellig runter. Wer es kennt, kann es reintippen, was es ist. Wir haben dabei hier vorne ein Zigzag, A, B, C. Dann haben wir in der Mitte eine Korrektur. Und wir haben hinten ein Zigzag. Und wer das einschätzen kann, naja, vorne ein Zigzag, hinten, das sieht nach zwei Zigzags aus, also einem doppelten Zigzag, sprich ein Double Zigzag. Das wäre dann das Kursmuster eines DZ Double Zigzags. Das ist allerdings jetzt, sagen wir mal, ob man die Namen jetzt dazu kennt, ist so eine Sache. Aber auch hier, das wäre möglich, dass wir das bekommen. Dafür müsste er allerdings dieses Niveau durchstoßen. Das ist in etwa, oder sagen wir es einigermaßen genau, bei 26.135 in etwa. Wenn der Kurs diese Marke nach unten durchstößt, muss man sich die Frage stellen, ist der Aufwärtstrend aktuell noch en vogue oder ist das Thema durch? Das ist leider keine Garantie, dass der Markt dann allerdings Kilometer fällt. Ich weiß, dass einige darauf warten. Ich muss gestehen, ich warte da eigentlich auch drauf, dass der Kurs mal diese deutliche Aufwärtsbewegung mal massiv wieder wettmacht. Und wenn wir ehrlich sind, warten ja viele auch darauf, dass diese Aufwärtsbewegung beziehungsweise diese gesamte, insbesondere noch Entschuldigung, beim Nasdaq mal wettgemacht wird. Also wir haben durchaus noch Potenzial nach unten. Aber wir sehen im Moment halt, dass der Markt noch sehr, sehr viel Stärke nach oben hat. So, das heißt, wir müssen darauf warten, dass wir hier jetzt getriggert werden. So, lassen wir ihn jetzt mal auf kleiner Flamme köcheln. Gucken wir mal hier, da ist das Bild natürlich ziemlich ähnlich. Das wäre hier eben entsprechende Triggermarke für die Shortseite. Es ist nicht mein Lieblingsbild, aber es wäre, wenn es hier diese Aufwärtsbewegung so bleibt, eine 1, 2, 3, also sprich eine A, B, C, und dementsprechend da schon ein möglicher Trigger hier eben. Sowas ist immer ein sehr schöner Eyecatcher, etwas, was sofort auffällt im Markt. Und deshalb wollen wir jetzt mal nicht zu sehr jetzt hier uns totquatschen an diesem Ding. Nur noch mal ganz kurz, dass man mal sieht, dass das nicht jetzt irgendwie was Seltsames ist. Eine deutliche Bewegung und dann wackelig in eine Richtung. Eine deutliche Bewegung hier oder dieses Ding und dann eine A, B, C in die andere Richtung. Eine deutliche Bewegung in die eine Richtung und dann eine A, B, C in die andere Richtung. Ja? Also man sieht ja schon, dass das regelmäßig solche Bewegungen vorkommt oder vorkommen. Und Trigger, wie gesagt, für uns jetzt zumindest mal das Zwischenhoch jetzt hier, was man dann eben reinnehmen kann. Das führt nicht immer zum bestmöglichen Trade. Also wenn man das hier zum Beispiel gemacht hätte, da, 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 dann wäre man hier reingekommen und hier in der Gefahr vielleicht ausgestoppt zu werden. Es ist mir auch wichtig. Wir haben am Anfang über Risiken gesprochen und über das Thema vorsichtig, Risikohinweis, nicht jeder Trade wird positiv. Auch dieser Ansatz, so schick er ist und so toll er aussieht und so sehr man auch gegebenenfalls sagt, Mensch, das sieht doch nach einer Sache mit Hand und Fuß aus. Ja, es tut es auch. Trotz alledem gibt es eben Situationen, wo auch so ein Ding mal ausgestoppt wird. Aber man kann sich ja schon ausmalen, wenn man überlegt, wie viel Bewegungsdynamik noch da nachher drin ist in so einer Bewegung im Verhältnis zu dem, das wäre jetzt hier meine Stoppweite. Das wäre jetzt hier meine Stoppweite. Nur so als Beispiel. Das wäre jetzt hier eine Stoppweite. Also da kann man sehr, sehr viel Spaß mit haben. Und ja, gerade jetzt in den Trendmärkten natürlich umso mehr. Aber selbst wenn man das sehr restriktiv ansetzt, wir sind selber in der Umsetzung einigermaßen restriktiv. Das ist dann vielleicht nicht ganz optimal, wenn man noch mehr rausholen könnte in der Trendphase, in der Seitwärtsphase spart man damit noch ein bisschen mehr Negativ-Trades. Das muss man immer so ein bisschen gucken. Aber Spaß kann man mit dem Ansatz auf jeden Fall haben. Ja, hier auf der Abwärtsseite ebenfalls, hier zack, zack, und dann sieht man, wie deutlich das sogar gelaufen ist, wenn man es noch laufen lässt. Ja, ich bin ja eher ein Gewinnmitnehmer. Ich sage mir, wenn ich mein Mindestziel erreicht habe, Dankeschön, reicht schon. Nicht zu gierig werden, aber man kann natürlich locker mit einer Trailing-Systematik daran gehen. So, wir können jetzt mal Folgendes machen. Das würde ich jetzt mal vorstellen. Jetzt gucken wir mal einmal die eine Aktie, bevor ich das vergesse. Aurelius sollten wir uns mal angucken und danach würde ich mal vorschlagen, gucken wir uns so mal beliebte Märkte wie Euro, wie Öl, Gold und so weiter, verschiedene Währungen, aber auch gerne eure Wunschaktien mal an und schauen mal, wie
ob wir dort Situationen haben, die wir direkt vielleicht umsetzen können. Ja? Also das heißt, wir machen mal dieses gemeinsame Scannen. Ja? Wie geht man ran an den Markt? Ich will euch das gerne so ein bisschen mit euch mal durchführen, wie wir an eine neue Aktie, an eine neue Währung, an ein, also nicht neue Aktie, aber an einen Titel, den wir jetzt nicht schon vor einer Stunde angeguckt haben, wie wir da rangehen und wie wir auf die schnelle Trading-Situation suchen. Denn das Grundprinzip ist hier natürlich genauso existent. Eine Schubrichtung, eine Gegenrichtung, eine Wackelige. Ja? In beide Richtungen letztlich. So, und wenn ich das jetzt mal angucke, das ist jetzt hier Aurelius, das war, hatte sich jemand gewünscht, ich hoffe, der ist noch da. Hier diese Aktie, das ist jetzt auf Tagesbasis mal. Wir sehen, dass im Moment die Abwärtsseite immer noch klar die überragende ist oder die vorherrschende ist. Und wir sehen, dass wir jetzt im Moment so ein bisschen uns eingebremst haben in der Abwärtsseite. Soll man jetzt long gehen? Das hier empfinde ich im Moment nicht als wirklich attraktiv auf der Long-Seite. Das finde ich wenig überzeugend bis jetzt. Also long finde ich da noch nicht wirklich super spannend. Das heißt nicht, dass der Kurs trotzdem laufen kann. Aber da würde ich erst noch mal sagen, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, zeigt mal ein bisschen mehr Schubbewegung. Was ich also für die Long-Seite haben möchte, wäre irgendetwas, was mal wirklich so aussieht und dann, dass die Gegenseite wirklich schwach aussieht. Ein bisschen ist eine Hoffnungschance da, hier in dieser Aufwärtsbewegung, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, hier war das Tief. Und wir sind eigentlich so gelaufen, dann so und dann so. Und das ist dreiwellig, was nicht optimal ist. Und jetzt hier dann diese Bewegung, ja, das ist eigentlich nicht optimal. Man hätte hier unter Umständen, das ist ein schwaches Signal, aber es ist unter Umständen ein Signal, hier die Long-Seite zu gehen. Und dann ist allerdings hier auch die Stop-Seite. Ja, also eigentlich hier drunter den Stop, aber wir machen ja immer bei 80%. Und wir dürfen nicht vergessen, hier vorne war nicht fünfwellig, sondern es ist eigentlich korrektiv dreiwellig, was ich vorzugsweise nicht so gerne habe. So, umgekehrt, die Abwärtsseite ist noch sehr, sehr stark hier. So, und deshalb würde ich eher umgekehrt sagen, das hier wäre sogar noch mal ein Hinweis für noch mal eine Fortsetzung nach unten. Das einzige Problem ist, das hier ist nicht die erste echte Korrektur, sondern wir hatten vorher ja schon mal sowas. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit es noch geht. Normalerweise komme ich ja gerne mit so einem Argument. Wir haben so eine Bewegung, also der Kurs kam zum Beispiel so. Hier ist ein echtes Hoch. Und dann ist die erste Abwärtsbewegung und dann macht er sowas. Und dann kann ich sagen, diese erste Abwärtsbewegung, die setzt sich nochmal fort, mindestens plus x, wie viel auch immer. Das x wissen wir nicht, wie groß das ist, aber dieses 1 zu 1 ist sehr, sehr realistisch. Und dann ist das hier mein Entry, mein Stop ungefähr hier und mein Target ist ungefähr hier. Und dann kann man schon sehen, ah, okay, 2, 3 mal zu 1, je nachdem, wie die Größenverhältnisse aussehen. Das Doofe ist, das haben wir hier in diesem Fall nicht, weil das schon die x-te Bewegung ist. Und da sind wir in der Problematik, dass auch so eine Bewegung, ja, die kann natürlich ja auch abwärts gehen, aber wenn das die erste ist, das ist die zweite, die dritte, und dann kommt hier die vier, und wir wissen ja, nach der fünf wird es irgendwann eng. Das heißt, wenn hier die fünfte ist, dann wissen wir nicht, wie tief die da drunter geht. Wir dürfen dann nicht anfangen, hey, cool, dann nehme ich doch diese Länge nochmal hier runter. Das kann manchmal der Fall sein, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Das heißt, wer solche Fortsetzungstrades macht, sollte immer das Ziel in diesem letzten Tief haben. Das heißt, wenn ich hier short gehe, sollte ich als Mindestziel dieses hier haben. Ich muss da nicht Gewinne mitnehmen. Aber ab dann darf ich nicht mehr im Risiko sein. Also wenn wir diese Art Trades machen, dann würden wir, sobald wir diese Marke erreichen, den Stop auf den Einstieg nachziehen und sagen, dann gucken wir mal, was passiert. Weil ab jetzt haben wir keine echte Zielerwartung mehr. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Also hier muss ich sagen, ich bin bullisch noch nicht wirklich überzeugt. Ich bin latent bärisch.
habe aber keine echte Fantasie, wie weit bärisch. Ob das nur so ein bisschen ist oder ob das sogar noch unter Null wird es wohl nicht gehen, aber ob es eben noch weiter fällt. Ja, also insofern die Short-Seite würde ich in diesem konkreten Fall, da würde ich sicherlich eine andere Aktie bevorzugen, nicht unbedingt machen. Und die Long-Seite überzeugt mich hier noch nicht. So, das ist mal so der Thema. Insofern ist aber ein schöner Hinweis. Ich weiß, also ich mag sowas gerne. Ihr dürft euch das immer wünschen. Jemand hatte noch Tesla gesagt. Können wir uns natürlich angucken. Wobei ich Tesla normalerweise immer auf dem amerikanischen Markt gucken würde. Das heißt, ich suche jetzt hier auch mal Tesla US aus. Dafür. Zum Gucken. Und dann schauen wir mal, wo Tesla jetzt im Moment steht. Immer erstmal, also das machen wir so, immer erstmal gucken, wo kam denn das Zeug her? Ja, also in diesem Fall sehen wir, dass der Kurs wirklich von weit unten kam. Bei Tesla weiß man das meistens, das kriegt man ja dann noch mit, aber wenn ich mir 10 Aktien angucke, dann weiß ich am Ende nicht mehr genau. Deshalb mein dringender Tipp, bitte unbedingt hier regelmäßig drauf gucken, wie war die Geschichte vorher, wo kam der her? Und dann sehen wir sind in der Aufwärtsbewegung. Ja, wir haben unsere scharfen Aufwärts-, unsere schwachen Abwärtsbewegungen gehabt. Wir sind jetzt, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, sogar eher am Ende einer Bewegung. Das wäre zumindest mal typisch. So augenfällig ist so eine 1, 2, 3, 4 und jetzt 5. Das ist jetzt nicht gesetzt, dass das so ist. Aber damit ich richtig begeistert bin, sage ich, bitte macht mir jetzt einen ordentlichen Preis. Wenn ihr jetzt hier ein ordentliches Stück runterkommt, dann bin ich super gerne gewillt, wieder einzusteigen, nämlich übergeordnet hier oder sogar untergeordnet hier. Also je nachdem, was er da macht. Das ist jetzt nicht gesagt, dass das genau passiert. Nicht jetzt gucken. Er hat es geschrieben hier auf dem, was war das? Nein, nein, das ist jetzt zufällig, wann das ist. Aber irgendwie so eine Bewegung. Ich steige extrem ungern auf so einen Einstieg ein, wenn es so stark gestiegen ist. Natürlich wissen wir nicht, ob das noch so weit hochgeht. Und dann habe ich dieses Teilstück verpasst. Sau ärgerlich. Aber als Händler muss ich immer auf das gucken, was ich abschätzen kann. Und hier oben, ich habe keinen Plan. Wenn ich keinen Plan habe, dann ist doof. Das heißt, ich würde in so einem Fall immer abwarten, dass wir nochmal korrektiv nach unten kommen. Und dafür helfen typischerweise sowas wie die Fibonaccis. Fibonacci-Folge. Und dann kann man sehen, Fibonacci zum Beispiel hier vorne, dieser erste Anstieg, wir sehen, der ist, wenn man guckt, unter die zweite Linie von oben gefallen. Das ist der Bereich 50 bis 61,8. Das ist so ein Klassiker, wo der Kurs gerne hinwackelt. Und das geht auf der größeren Ebene auch. Wenn der jetzt hier irgendwo sein Hoch hat, wo auch immer das jetzt dann sein wird, dass der Kurs dann in der nächsten Folge irgendwie A, B, C hier irgendwo hinfällt. Ob er jetzt wirklich an die 50er kommt oder ob er ein bisschen kürzer oder vielleicht sogar ein bisschen weiter geht, ist erstmal egal. Aber ganz grob, dass er irgendwo in diese Kiste hier reinfällt. Und das nicht senkrecht, sondern das idealerweise wackelig. Und man sieht schon, naja, es kann aber auch senkrecht passieren. Also senkrecht ist das ja nicht, aber sehr, sehr steil. Das stimmt natürlich schon. Wobei, hier können wir schon erahnen, das ist jetzt für die etwas professionelleren. Eigentlich war hier das hoch. Und dann haben wir hier eine A, B, C gehabt, irgendwie was. Und diese A, B, C ist auch noch hier aufgeteilt gewesen. Also wahrscheinlich eher ein Double Sideways, wer sich schon ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt hat. Ja, jetzt muss ich erst löschen hier. So, also auch hier ist es nicht gesagt, dass man auf diese Art und Weise bei jedem Chart immer in jeder Situation irgendwie was findet. Aber es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man etwas sieht, dann mit der auf jeden Fall was anfangen kann. Also hier für mich wären Rücksetzer abzuwarten. Jetzt kann es sein, dass der Markt hier weiterläuft. Das wäre aber für mich nicht schlimm. Nur nicht auf dieser Ebene handelbar. Wenn ich jetzt dann hier auf, gerade jetzt nur eine Tesla, dann mal Intraday irgendwo was sehe, wo ich sage, hey, da sind wir doch hier A, B, C runtergelaufen zum Beispiel. Oder möglichst korrektiv, wo wir dann sagen können, vielleicht können wir ein bisschen hier größer machen. Wir haben eine klare Schubrichtung und danach wackelig runter, Aufwärtsrichtung. Wobei fairerweise muss man dazu sagen, mein Entry wäre hier und der wäre natürlich
zwar erreicht worden, aber der Kurs hat am nächsten Tag höher aufgemacht hier. Also insofern, da wäre ich ja nicht reingekommen wegen des Gaps. Ja, das muss man dann immer noch bei solchen Märkten mit berücksichtigen. Ja, aber der Logik entsprechend. Oh, sehr schön. Ich kriege hier ganz viele Hinweise. Machen wir mal ein bisschen schneller jetzt. Machen wir meine deutsche Titel wieder. Warte, 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 warte. Warte haben wir hier nicht. Sorry. Hello Fresh. Auch ruhig mal das mitmachen. Wir gucken gleich natürlich nochmal die allgemeinen Lieblinge an. Aber auch das hier kann nochmal spannend sein, nämlich weil man entweder auf einen geilen Trade stößt, aber auf der anderen Seite gegebenenfalls auch, weil man einfach, wie nähert man sich einem Chart? Hier ist zum Beispiel auffällig, dass der Kurs zwar sehr wackelig hier am hinteren Ende ist, aber wir sehen, die Abwärtsseite ist im Moment absolut noch nicht dynamisch. Eigentlich wäre hier schon der Trigger gewesen. Letzte Tief, vorletzte Tief, Trigger hier. An der Stelle. Ja, so, das wäre ein möglicher Long-Trigger gewesen für eine Fortsetzung. Blöderweise für eine Fortsetzung. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie weit höher als das. Und wir sehen ja sehr häufig, wenn er hier so ein, dann macht er hier ein Mist höher und dann kommt er wieder runter. Da geht er ein bisschen höher, aber er kommt dann immer wieder schnell runter. Hier ist es sogar noch ein Stück höher und dann erst runter. Ja, aber wir müssen damit rechnen, dass wenn er jetzt auch hier drüber geht, dass er dann überschießt und anschließend wieder runterkommt. Ja, aber hier finde ich noch Long deutlich attraktiver als Short. Für Short spricht hier ehrlich gesagt noch nichts. Zumindest aus aktueller Sicht kann ich das hier nicht sehen. So, was haben wir noch gehabt? TKA. Ah, Moment, so machen wir das weg. TKA. ThyssenKrupp ist das. Krieg's aber nicht hin. Dummer User. Ach so, ich muss erst hier löschen, weil ich schon zu viele hier hatte. In der Liste. TKA. So, insgesamt, okay, kommt aus der Aufwärtsrichtung. Abwärtsrichtung hier läuft jetzt im Moment aufwärts. Der erste Teil ist noch, ich sage mal vorsichtig, komisch, aber wir sehen, dass wir relativ starke Dynamiken nach oben haben. Wenn das hier hinten korrektiv sich weiterentwickelt, dann finde ich Long mega geil. Ist ein bisschen tricky, weil wie geht das jetzt hier? Ich mache mal ein Angebot dazu. Die Long-Seite, solange die Abwärtsseite jetzt schön korrektiv ist, wackelig. Und wir, das ist wichtig, beides wichtig, triggern. Also das Zwischenhoch rausnehmen, ist das hier ein möglicher, ein echter schöner Einstieg für noch weiter steigende Kurse. Wie könnte man das denn auffassen? Weil irgendwie der Teil sieht aber komisch aus. Naja gut, wenn der komisch ist, ist das möglicherweise eine Korrektur. Also sieht es ja aus. Dann haben wir eine erste hoch, hier endet die 1, dann haben wir eine A, B, C, dann endet hier die 2. Und dann sind wir jetzt in der dritten. Und die dritte, ich vermute mal, weil das hier schon so aussieht, sind wir jetzt hier in der römisch 1, also internen, kriegen wir jetzt hier vielleicht eine römisch 2 und danach eine römisch 3 und so weiter mit weiter hoch. Passiert das jetzt ganz sicher so? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber wenn wir diese Marke überschreiten, und damit meine ich nicht so sehr das Niveau, sondern ich meine dieses Muster, wenn er dieses Muster hat. Es kommt nicht so sehr auf, ja, ich sehe es, das ist genau bei diesem Wert oder bei welchem Wert jetzt auch immer. Das ist für mich nicht so sehr aussagekräftig, wie wackelt er in eine Richtung oder wackelt er nicht. Die Seite ist stark, die Seite ist schwach. Und dann haben wir die Möglichkeit, okay, da irgendwo aufzugreifen. Man sieht das teilweise im ganz Kleinen. Das ist ja ein sehr kleines Muster hier oben. Ich mache es nochmal weg. Entschuldigung. Mach das mal weg hier ganz kurz. Kann man es besser sehen? Wie im Großen allerdings auch. Umgekehrt würde ich sogar sagen, Short, wenn er hier nochmal hingeht. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, viel weiter fallen als das geht ja schon kaum. Ja, also insofern, und das ist etwas, was wichtig ist, was viele, wie ich finde, nicht richtig auffassen. Ich sage es mal sehr vorsichtig.
dass man eben sagt, ja, entweder Long oder Short, aber es kann nicht beides gehen. Doch, natürlich kann es beides gehen. Aber Short erst hier drunter aktuell. Und Long erst nach der letzten Bestätigung. Zum Beispiel dieses Zwischenhoch hier. Also das letzte Hoch. Vorletzte Tief, nee, letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen, das wäre dann der Trigger. Ob jetzt so eine Korrektur kommt oder ob so eine Korrektur kommt, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber in jedem Fall kann ich sagen, wann diese Marke durchstoßen wird. Das ist etwas, was wir als Händler nie vergessen dürfen. Wir können die Zukunft nicht sehen. Ich weiß es genauso wenig wie alle anderen hier. Häufig klingt das dann so, ja, da hat ja auch keine Ahnung. Richtig, ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was hier als nächstes passiert. Als Händler weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Als Händler weiß ich aber, wie ich auf welche Reaktion oder auf welche Marktbewegung reagiere. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht diejenigen, die in die Zukunft gucken können. Wir sind nur diejenigen, die mit dem, was wir kriegen, was anfangen können, in Anführungsstrichen. Ja, das ist eine ganz wichtige Sichtweise aus meiner Sicht. Sichtweise aus meiner Sicht. Na gut. Reicht auch eine Kerze zwischen letzten Tief und vorletzten Tief? Ja, theoretisch schon. Also es sollte halt deutlich erkennbar sein. Ich gucke mal, dass wir gleich ganz viele Beispiele nochmal machen. Ich sage mal, wenn es ausgeprägt erkennbar ist, dann ist es schon okay. Dann reicht auch unter Umständen eine Kerze. Zur Not, um es klarer zu machen, wechselt man halt die Zeitebene. Ja, weil, wenn wir ehrlich sind, wir können hier ja x-beliebig die Auflösung auch nochmal erweitern. Wenn wir also hier weiter die Zeiteinheit runter machen, sehen wir ja hier diese internen Bewegungen, die wir ansonsten rausgefiltert hätten. Die können wir jetzt hier ja dann noch erkennen sogar. Ja, und dann haben wir nicht mehr eine Kerze, sondern dann sogar 5, 6, 7, 20, je nachdem hier, welche Zeitebene das ist. Aber es ist natürlich eine wichtige Frage. So, jetzt gucken wir nochmal, was hatten wir noch von denen? Dann machen wir das gerade noch und dann gehen wir noch ein bisschen durch. Jetzt machen wir ein paar Währungen. Genau, was war das? Euro gegen norwegische Krone. Ah, das ist zum Beispiel schick auf kleiner Ebene hier. Sehr schön. Weil das ist hier, ganz lieben Dank dafür. Es ist eine sehr kleine Ebene. Typischerweise, also wir handeln jetzt dieses Währungspaar nicht unbedingt auf dieser kleinen Ebene hier, Euro gegen norwegische Krone. Aber mustermäßig ist das perfekt. Das können wir genau jetzt für einen Trade nutzen. Ganz lieben Dank. Wer das war? Wer war das? Ja, ich nehme mal an, es ging um genau diese Bewegung jetzt hier. Also zumindest fällt mir die jetzt auf. Ich weiß nicht, wir sind im 5-Minuten-Chart. Lieben Dank dafür. Also das gefällt mir super. Das hat nämlich genau dieses schubmäßige nach oben und im Moment dieses wackelige nach unten. So, und da können wir jetzt genau mal einen Trade platzieren, können mal gucken, wie sieht das aus typischerweise. So, ich mache immer gerne ein bisschen mehr Platz rechts, dann haben wir es ein bisschen übersichtlicher. Und so, also gucken wir uns das mal an, wie das hier im Trade aussähe. Dann hätten wir hier die erste Aufwärtsbewegung, dann die ABC runter und mein Trigger wäre letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen. Das wäre im Prinzip hier beziehungsweise da, das müsste man jetzt messen, aber ich denke mal, ungefähr hier kann man den Einstieg machen. Wir müssen noch ein bisschen immer mal drauf gucken, je kürzerfristig wir sind, dass wir den Spread mit berücksichtigen. Der ist natürlich bei den kleinen Trades, bei den dünneren Märkten ein bisschen größer. So, also da müssen wir aufpassen, weil der Spread hier, das ist ein sehr dünner Markt, das dürfen wir nicht vergessen. 76, 20 zu 77, das sind also fast hier eine Zehntelstelle. Das heißt, logisch wäre hier mein Entry bei 78. Ich müsste aber ungefähr auf 79 hochgehen. Das ist ein bisschen arg weit für meinen Geschmack. Also insofern, auf dieser Zeitebene ist Euro gegen norwegische Krone nicht unbedingt mein Favorite aufgrund dieser Geschichte. Wir machen diesen Trade aber jetzt mal aus logischen und didaktischen Gründen trotzdem mal. Einstieg also hier drüber, eigentlich Millimeter genau. Stopp hier unten drunter. Allerdings platzieren wir den Stop ein bisschen höher. Wer hier häufiger schon mit dabei ist, der weiß, wir gehen auf die 78er Marke. Das wäre logisch eigentlich hier. Allerdings auch hier gilt dieser eine Punkt, den wir da, den Zehntelpunkt,
den wir ihm mehr geben müssen. Aber wir lassen es jetzt mal erstmal optisch mustergültig. Das wäre dann ungefähr hier. Und das Target wäre im Prinzip diese Strecke, die wir hier vorne haben, hinten nochmal dran. Das müssen wir gleich nochmal ausmessen, wie es genau ist. Das brauchen wir jetzt im Moment noch. So, damit haben wir die Entries bestimmt und die Exits bestimmt und können dann auch sehen, wie viel wir riskieren. In diesem Fall mit dieser Menge würden wir 156 € riskieren. So, das ist ein bisschen arg viel. Für dieses Konto, für diese Größe haben wir ja immer so gesagt, so 70, 80, 93 ist schon zu viel. Dann machen wir den kleineren Betrag, sind 60. Oder wir können gucken, ob wir, wie klein wir es splitten können, zum Beispiel so. Setzen Buy Stop rein und fertig. So sieht der Trade jetzt eigentlich optisch genau richtig aus. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass ich diesen Trade so nicht empfehlen würde, in dieser Zeitebene, und zwar wegen des Spreads. Der ist aber normal soweit bei diesen Währungspaaren auf dieser Zeitebene. Das ist also jetzt nicht so von wegen, ja, siehst du mal, nein, nein, das ist also generell bei den Nebenwährungen dann auch noch um diese Uhrzeit nicht wirklich sinnvoll, mit ganz engen Spreads arbeiten zu müssen, was auf der kleinen Zeitebene ist. Das heißt, wenn wir hier unseren Trigger haben, logisch, werden wir wahrscheinlich erst hier reinkommen. Und wenn wir hier unseren Stop haben, logisch, dann werden wir wahrscheinlich hier erst ausgestoppt. Und dadurch ist unsere Chance-Risikorelation nicht mehr, das ist unser Risiko und das ist unser Gewinn, sondern dann ist unser Risiko so und das ist unser Gewinn. Und wenn wir sogar ganz sicher raus wollen, müssen wir hier noch ein bisschen runtergehen. Das heißt, durch diese paar Punkte, das ist also ganz wichtig, sehr schön, ganz lieben Dank dafür, weil es didaktisch hervorragend ist. Optisch hervorragend, insofern super zum Lernen, zum dran gewöhnen, aber gefährlich von der Umsetzung eines Trades auf dieser Zeitebene in so einem Markt, weil dann nämlich das Chance-Risiko-Verhältnis, man sieht das hier, das Logische wäre super. Da würde man sagen, Mensch, das Risiko und das typischerweise Gewinn, ist doch klasse. Da haben wir ganz grob gesprochen, einmal, zweieinhalb Mal ungefähr unser Risiko auf der Gewinnseite. Sogar etwas mehr, weil ich nicht so gut gezeichnet habe hier. Ja, sagen wir zweieinhalb Mal in etwa. Wenn wir hier sehen, das nähert sich der 1:1 Chance-Risiko-Relation. Nur, weil wir hier ein bisschen verlieren, weil wir hier ein bisschen verlieren und weil wir hier oben ein bisschen nachgeben müssen, weil wir sonst ja nicht ausgefüllt werden. Ja? So, also insofern, das ist sehr, sehr wichtig. Wunderschönes Beispiel, ein wunderbarer Trade. Ich werde den jetzt an dieser Stelle aber trotzdem canceln, weil unter diesen Bedingungen wir sagen dazu, der Wirkungsgrad dieser Trading-Idee etwas schwächer ist aufgrund dieser Geschichte und sich das eben etwas doof verhält auf dieser Zeitebene. Deshalb machen wir jetzt hier den wieder raus. Ja, aber wir haben es mal gesehen, wie das wäre. Wir können mal gucken, ob es übergeordnet vielleicht da auch noch was gibt. Und dass man da handeln kann. Unter Umständen sogar auch. Zwar ein bisschen eigenartig. Wir sind aber in der insgesamten Aufwärtsbewegung jetzt hier hinten sehr, sehr dynamisch. Und die Abwärtsbewegung aber zumindest mal sehr wackelig. Also man könnte sogar sagen, hier wäre ebenfalls nochmal ein Long Trigger. Auf der Zeitebene spielt der Spread hier überhaupt gar keine Rolle. Der Spread ist ganz häufig auf dem Minutenchart, auf dem 5-Minuten-Chart beispielsweise. Da kommt das eher, spielt das eher nochmal eine Rolle. Jetzt muss ich mal gucken, jemand sagte gerade, den Hinweis zeigt doch die Bid-Ask-Spread-Linien an. Die habe ich tatsächlich immer aus. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hinkriege, so schnell. Das kann man nämlich alles einschalten. Ich habe das aber normalerweise aus. Also man kann hier jetzt zum Beispiel wählen, ob man die Bid oder die Ask anzeigen will. Ja, also da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie man beides einschalten kann. Da müsste ich mir auch nochmal angucken, ob ich das hier ohne weiteres hinkriege. Wer es zufällig weiß und es mir sagen kann, kann es ja eben reinschreiben. Ansonsten, also hier kann man wechseln, ob man sich den Bid-Preis oder den Ask-Preis anzeigt. Das hängt immer davon ab, ob man kauft oder verkauft.
Aber wir haben ja im Prinzip die Spanne zwischen diesen beiden immer. Also wenn ich Ask anklicke, ja, dann habe ich aber nur den Ask oder habe ich dann beide drin? Vielleicht habe ich dann sogar beide drin. Das wäre natürlich. Ah, siehst du? Ah, hervorragend. Da ist wieder einer, der Ahnung hat. Der doofe Born, der weiß aber nicht, was er da tut. Dann gucken wir uns das nochmal auf der 5-Minuten-Ding an. Hier sehen wir dann tatsächlich nochmal den Unterschied. Das ist also der Unterschied. Diese Spanne, die müssen wir theoretisch dann nochmal oben drauf hauen. Lieben Dank für den Hinweis hier. Wer sich jetzt wundert, warum weiß der das nicht? XDB bietet auch an, dass man nochmal auf einer anderen Plattform handeln kann, beispielsweise. Ich benutze normalerweise die andere Plattform. Die ist allerdings sehr viel komplexer. Und wir wollen ja jetzt hier nicht eine Plattform lernen, sondern wir wollen ja hier die Märkte uns angucken. Deshalb ist das eigentlich ganz praktisch, hier mit dem Chart erstmal zu operieren. Wir können vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal mit dem anderen dann arbeiten. Das würde natürlich auch gehen. So, also hier könnte man sich das Ganze auch nochmal sichtbar eben machen, wie das dann aussieht von den Unterschiedsbeträgen. Ja, also das wirkt natürlich auf den kleinen Ebenen jetzt hier. So, also insofern diese kleine Ebene jetzt nicht optimal, gucken wir mal, aber das Muster an sich ist das Herz allerliebst, also das mag ich sehr. Das ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Insofern hervorragend, ganz lieben Dank dafür. Jemand hatte sich noch gewünscht, zum Grid Trading kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Das tut mir sehr, sehr leid, aber da bin ich nicht bewandert, was das angeht. Tut mir sehr, sehr leid. So, dann haben wir hier was. Das haben wir, glaube ich, sogar eben gehandelt. Allerdings in der ersten schnellen Variante ist das nicht erfolgreich gewesen. Insofern ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Denn das hier ist ja auch etwas, was genau unseren Kriterien entspricht. Wir haben das und wir haben jetzt sowas hier in der Richtung und dementsprechend hier einen möglichen Einstieg für die Short-Seite. Den Trade können wir jetzt auch gleich vorbereiten. Wir haben sogar noch eine kleinere Bewegung gehandelt, beziehungsweise uns angeguckt hier. Für uns ist das typischerweise eine Nummer zu klein, aber trotz alledem. Wo haben wir es? Das war im Prinzip dieses Teilstück hier. War ja auch schon so ein Dreiweller. Hier drunter der Entry und dann ist man gerade hier reingekommen. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir das uns mal angucken, denn sowas kann passieren. Und da bitte niemals entmutigen lassen. Das ist nicht untypisch, dass das passiert. Das passiert sogar regelmäßig. Das heißt, der Entry war dann quasi hier auf dieser Höhe. Der Stop war dann quasi ungefähr auf dieser Höhe. Und das Target hätte jetzt, ich muss jetzt auswendig sagen, vielleicht hier gelegen. Also im Prinzip das nochmal nach unten projiziert. Also sehr gute Chance-Risikorelation. Aber man hat schon mal diesen Verlust dann an der Backe. Da fliegt man dann schon mal raus. So, jetzt gucken wir uns das an. Die Situation ist genau die gleiche geblieben. Wir sind immer noch stark in die eine, wackelig in die andere Richtung gelaufen. Und das heißt, wir hätten jetzt eigentlich den nächsten Trigger auf diesem Niveau. Stop auf ungefähr diesem Niveau, nämlich das hier ein bisschen niedriger, die 80%-Marke. Und Target das von hier ausgehend nochmal nach unten. Ja, also ganz grob gerechnet bis hier dann eben hin. Auch wieder eine gute Chance-Risikorelation. Da hat sich ja grundsätzlich nichts dran geändert. Ja, also das passt schon. Man sieht aber, dass man manchmal auch zweimal rein muss. Denn die Idee ist die gleiche, nämlich Schub und wackelig. Allerdings der erste Trigger war in dem Fall negativ. Ich hatte mich da vor kurzem mit einigen Leuten drüber unterhalten, die gesagt hatten, ja, aber wie häufig muss ich denn das machen? Theoretisch, solange die Idee gilt. Und die Idee gilt, solange die Seite wackelig ist. Typischerweise muss man das natürlich nicht 100-mal machen. Wir haben also für uns so in der Richtung irgendwie sowas zwischen 1,5 Mal bis, ich sage mal 1,8, aber ich glaube weniger als 1,8 Mal Versuche, die wir brauchen. Ja, also
Typischerweise im Durchschnitt brauchen wir auf jeden Fall mehr als einmal. Dass wir immer beim ersten Mal gleich die richtige treffen, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch. Also ich glaube hier eher ein Sechs oder sowas, irgendwie sowas in der Richtung. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir mindestens einmal, durchschnittlich aber weniger als zweimal rein müssen pro dieser Situation. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir hier eine ganz gute Chance-Risikorelation haben, wo wir dann sagen können, ja, das geht auch mit 1,5 Versuchen, geht das noch klar. Ja, also 1,5 ungefähr jetzt, sagen wir mal, Pi mal Daumen. Also da nicht dran verzagen und dann sagen, ja, aber das ist jetzt doof, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da noch ausgestoppt werden kann. Doch, doch, sowas passiert. Das passiert aber nicht immer. Aber das passiert eben häufig genug, als dass man es ignorieren kann. So von wegen, nee, nee, das ist ja völlig unmöglich. Aber wie gesagt, das ist auf Minutenbasis, das ist wieder dieses sehr kurze Zeitsegment. Und jetzt kam die Frage nochmal auf, kannst du das in etwas größerem Bild mal angucken? Ich kann mir schon vorstellen, da geht es dann wahrscheinlich um dieses hier. Ist das richtig? Um diesen hinteren Teil hier. Das ist jetzt mal auf Tagesbasis, das war jetzt Wunsch, da mal drauf zu gucken. Und tatsächlich, das hier ist alles andere als dynamisch nach oben. Das heißt, die Long-Seite scheidet für mich in diesem Zeitfenster komplett aus. Für mich wäre hier der sinnvolle Trigger das hier. Letzte hoch, vorletzte hoch, also offensichtliche vorletzte hoch und dann hier der Trigger dafür. Und jetzt ist es halt besonders schön, wenn wir vielleicht das mischen können mit einer kleineren Zeitebene. Da bin ich immer sehr gerne versucht. Zum Beispiel gucke ich mal im Stundenchart. Und dann sehe ich, das ist dieses Gewackel, was wir uns eben angeguckt haben. Ja, aber vielleicht kann ich doch sogar das hier schon nutzen. Zack. Und hier wackelig. Dann kann ich hier schon einsteigen. Und dann liegt mein Stop hier oben. Und dann habe ich den ganz großen Vorteil. Oh, das ist ein sehr schönes Beispiel. Der ursprüngliche Trigger, den ich eben genannt hatte, der lag ja auf diesen, oh, sorry, der lag auf diesem Niveau. Ja, wo ich gesagt habe, das tief dazwischen. Wenn ich jetzt aber diese Situation nehme, das hier, und dann den hier als einen Trigger habe, den können wir auch gleich nochmal einstellen, wo lande ich dann? Dann habe ich ja als, da muss ich jetzt die Farbe ändern, das darf ich nicht vergessen, das hätte sich eben jemand gewünscht. Und zwar völlig zu Recht. Machen wir mal orange, mal gucken, wie das ist. Das ist auch nicht viel besser. Ich mache dann mal so einen grünen Ton. Machen wir mal so einen grünen Ton. Ist das besser zu sehen, das Grün? Ich denke schon. So, das heißt, mein Ziel für diese Überlegung, Schub, wackelig, wäre ungefähr hier. Und damit liegen wir unter diesem Trigger. Das heißt, wenn wir dann, müssen wir nicht hier rausgehen, sondern dann wissen wir, ja, mindestens hier unten drunter. Das heißt, ich kann dann sagen, hey, eigentlich liegt mein Ziel hier. Bis ich da bin, habe ich aber auch hier getriggert. Dann kann ich aber auch sagen, wo liegt denn das nächste Ziel? Da das eine Fortsetzung war von oben, liegt es auf jeden Fall unterhalb hier. Das heißt, ich kann von vornherein dann sagen, okay, mein Target kann ich auf irgendwas unter diese Marke ausweiten. Weil dieser eine Trade in den nächsten sozusagen reintriggert. Ja, also insofern haben wir hier eine Möglichkeit mit einem sehr übersichtlichen Stop. Der Stop liegt ja, Entry wäre hier, werden wir gleich mal reinsetzen. Stop ist eigentlich hier, aber 78er Marke hier. Das heißt, das wäre in etwa unsere Stopweite. Das wäre unsere eigentliche Targetweite und das ist die erweiterte Targetweite mit Chancen auf sogar noch mehr. Ja, also aus meiner Sicht etwas, was man auf jeden Fall angucken kann. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, mal hier bei uns und noch gesagt, da kann man im Zweifelsfall macht man eine Teilgewinnmitnahme. Ja, also machen wir das mal kurz weg hier. Weil ich das erst verschieben wollte ein bisschen, dann haben wir ein bisschen mehr Sicht da drauf. Das heißt, dass man dann gegebenenfalls sagt, man macht hier sogar noch mal vorher die Position halbwegs zu oder man splittet die noch mal auf. So, Entry wäre jetzt hier unten drunter das Tief.
Theoretisch könnte man sogar aggressiver sogar diesen Stop hier, weil das hier gleich ist hoch. Es ist ja allerdings ein bisschen aggressiver, aber machen wir mal ruhig den hier. Dann wäre der Stop hier unten drunter. Da, der Entry Stop, Sell Short, da. Der Stop, der Initiale hier oben. Allerdings 80%, das ist gefühlt etwa jetzt hier, also mit Augenmaß, das können wir gleich nochmal ein bisschen verifizieren. Ungefähr da. Und das Target liegt hier, beziehungsweise ja noch tiefer, das können wir gleich nochmal, wenn wir rauszoomen, uns genau angucken. Mengenanpassung, so dass wir wieder unsere Lieblingsrisikogröße haben. 50, 75, das passt. Sell Stop. Wir riskieren 75 und lassen uns da mal tapfer überraschen, was er da hinkriegt. Ja, also insofern haben wir, ich wollte mal rauszoomen. Target auf jeden Fall hier unten drunter. In etwa. Machen wir mal hier auf dem 4-Stunden-Chart, dann können wir das genauer erkennen. Hier unten drunter. Ja, das kann auch pünktlich jetzt hier liegen, aber so ungefähr auf diese Marke. Und dann sehen wir schon, wir haben hier ein Risiko von 75 und eine Gewinnerwartung von 500 irgendwas, wenn das hier so ausgeht. Ja, also das ist, sind so Möglichkeiten, verschiedene Zeitebenen miteinander zu kombinieren. Ich kann jetzt schon sagen, die Chance hiermit zu gewinnen ist nicht 100%. Ja, also ganz sicher, dass das so passiert. Aber die Chance, mit dieser Art des Tradens negativ rauszukommen, wenn man damit 10, 20, 50 Trades zu machen, macht, die ist relativ gering, weil die Chance-Risikorelation in Verbindung mit den Trefferquoten aus diesem Trade in einer sehr, sehr guten Relation stehen. Ja, also insofern, das wäre jetzt hier ein wunderbarer Trade, den wir auf jeden Fall, den können wir auch so drin lassen, weil auf Stundenbasis oder 4 Stunden oder welche Zeit auch immer, das mit dem Spread hier überhaupt gar kein Problem ist. So. Ihr schreibt ganz viel, das freut mich natürlich. Sorry, wenn ich was aus Versehen überlese, dann nicht traurig oder böse sein. Aber es kommen ganz viele Sachen hier rein. Es kann sein, dass ich das eine oder andere dann nicht wahrnehme. So, Öl machen wir auf jeden Fall noch. Öl und, ach so, oh Gott, wir sind schon am Ende. Shit, 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 shit. Also machen wir einen ganz kurzen Blick nochmal. Euro, Öl und Gold, weil das haben sich noch einige gewünscht. Und es sind ja auch Klassiker, dass wir nochmal ein bisschen was. Oh Gott, die Zeit, die fliegt ja mit euch hier echt. Heieiei, so, also einmal Euro, Öl und Gold gucken wir noch nach. Tagesbasis, Euro wild gestiegen, machen wir mal hier den Trailing weg, wild gestiegen, definitiv. Was können wir machen? Hier sehe ich jetzt nichts, ehrlich gesagt, außer dass der Anstieg sehr dynamisch war. Ich bräuchte jetzt was Korrektives runter. Dafür wechsle ich jetzt mal auf eine kleinere Zeitebene, zum Beispiel im Stundenchart, ist das Korrektiv runter. Noch nicht ganz. Wenn der jetzt Folgendes macht, hier haben wir ja das bisherige Hoch jetzt nach dieser ganzen Aufwärtsbewegung. Hier haben wir so ein erstes Tief. Jetzt kommt er hier wieder hoch. Wenn er jetzt hier drunter geht, dann haben wir fallende Hochs, fallende Tiefs, dann haben wir eine Korrektur. In dem Fall sogar eine A, B, C. Vielleicht macht er auch noch eine, was weiß ich was hinten dran, mit weiter fallenden Tiefs und Hochs. Hier ist mein Entry Trigger. Und wenn es ein tieferes noch gibt, dann ist hier mein Entry Trigger. Und wenn er nochmal einen tiefer macht, dann ist hier mein Entry Trigger. Weil die Aufwärtsrichtung die dynamische ist und er dann Kurs überschneiden. Also diese hier und diese hier und diese hier überschneiden sind. Ob das passiert, kann ich jetzt ja noch nicht sehen. Das habe ich ja nur mit blau eingezeichnet. Ist, dass er jetzt das macht. Dann ist mir meine Long-Idee aber nicht schlimm, weil wir werden nie getriggert. Wenn er aber das macht, wäre es ja schick, wenn wir short sind. Richtig? Short kann ich dann sein, wenn er irgendwann das wieder einbaut. Irgendwas Wackeliges da einbaut. Irgendwas scharf in eine Richtung, wackelig in die andere Richtung. Vielleicht macht er das jetzt hier gerade. Scharf in die eine und wackelig in die Richtung. Dann suche ich natürlich Shorts. Genau nach der gleichen Methode. Nur auf der kleineren Zeitebene. So, wir können mal gucken, ob das jetzt schon irgendwie erkennbar ist.
Ein bisschen deutet sich's an hier mit der Geschichte. Zeichne es noch mal kurz ein. Ist denkbar, dass das hier als nächstes passiert. Dann haben wir hier unseren nächsten Short Trigger, weil das die scharfe Bewegung ist, das die schwache Bewegung ist und wir die Fortsetzung nach unten angehen können. Das heißt, wir können wirklich sagen, der Chart entscheidet, welche Richtung er macht und wir entscheiden, ob wir mitmachen oder nicht. Und je sauberer das Bild aussieht mit Schub und Korrektur, je genauer man diese beiden voneinander auseinanderhalten kann, desto besser ist das. Also hier cool, genau hingucken jetzt hier in den nächsten Stunden hier, das ist, na, so ein Auge sein, wie auch immer, genau hingucken, das könnte jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden nochmal ein spannendes Muster geben, aber das muss er erstmal machen. Noch ist es nicht da. Aber guter Hinweis. So, dann haben wir gesagt, als nächstes Öl und als letztes machen wir noch Gold und dann gibt es Feierabend. So, das können wir erstmal wegmachen. Das ist ja jetzt erstmal Geschichte. Wobei man hier, grob gesprochen, ja genau das Gleiche gesehen hat. Scharfe Abwärtsbewegung, fünffällig. Dann ABC nach oben, Trigger nach unten, das nochmal fortgesetzt auf der Abwärtsseite. Ja, also ganz grob jetzt gesprochen, einfach nur, dass man das so ein bisschen nochmal wahrnimmt. So, was wir hier aber jetzt sehen im hinteren Bereich, dass wir sowohl die Aufwärtsseite schubmäßig, abwärts schubmäßig, aufwärts schub, in beide Richtungen, hier auch Schub runter, Schub hoch, für mich ein ganz klarer Markt, nichts machen. Ich brauche sowas wie hier, klare Richtung, schwache Richtung. Dann kann ich sagen, Short. Das heißt, solche Bewegungen verpasse ich regelmäßig. Ich will es gar nicht schönreden. Ich kann die nicht traden, weil ich nicht entscheiden kann, welche jetzt die bessere sein soll. Weil er hier noch nicht entschieden hat. Erst wenn wir hier irgendwie was mehrwellig, ABC idealerweise haben. Und hier haben wir nichts in der Richtung. Das könnte sein, ABC runter. Das kann ich aber nicht sagen. Kann auch sein, dass er den nächsten Schub macht. Abwarten. Ja? Prinzip ist natürlich das Gleiche. Ich denke, ihr habt das auch erkannt. Ihr seid ja nur noch hier, weil ihr Mitleid habt, so von wegen, lasst den alten Mann mal nicht alleine hier. So, also mal gucken, was wir hier noch sehen. Aber Gold ist im Moment auch nicht so mein Liebling, weil Gold auch überhaupt keine Ahnung hat, wo er das Ei hinlegen soll. Guckt euch das mal an. Das ist doch maximal auf dieser Ebene jetzt hier maximal doof. Die Indizes bieten im Moment eigentlich ein ganz schönes Bild. Man kommt da nicht immer rein, aber das finde ich sehr, sehr, ich sage mal grob gesagt, doof. Jetzt gucken wir uns nochmal auf der Stundenbasis an. Und auf der Stundenbasis ist es insgesamt der Eindruck auch sehr wackelig in beide Richtungen. Nur Überschneidung. Hier war es noch schön mit Schub und wackelig, mit Schub und wackelig. Da konnte man das noch schön auseinanderhalten. Hier ist es also nicht mehr so gut. Es kann aber jederzeit sich ändern. Jeder, das ist das Schicke, jeder nächste Schub kann schon wieder, wenn er durch eine Korrektur abgelöst wird, einen geilen Trade bringen. Also es ist nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, nee, da habe ich keinen Bock und brauche nicht mehr drauf zu gucken. Hier haben wir jetzt so ein bisschen Schub hoch und das jetzt hier runter. Da finde ich aber keinen vernünftigen Trigger, weil der Schub ist schon ganz okay. Das Wackeln ist nach unten. Ich würde also eher wohl die Long-Seite jetzt hier präferieren, gar keine Frage. Aber triggermäßig komme ich hier nicht sinnvoll rein. Wenn ich sowas habe, dann wechsle ich auf die nächste kleinere Zeit und sage mir, kann ich es hier erkennen? Und hier kann ich es im Moment nicht erkennen, weil er auch blöd wackelig hier hin und her läuft. Also in dem Fall würde ich da die Finger davon lassen und würde sagen, na, lass man gut sein mit dem Markt aktuell. Aber eine Stunde später drauf gucken und eventuell sieht das schon wieder aus, wo man dann sagt, ha, ich sehe es hier, ich sehe es, ich sehe es, ich mach mal. Ja, also probiert das ruhig mal aus, im Auge zu behalten. So, jetzt hoffe ich, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat, hier gemeinsam drauf zu gucken. Ich hoffe auch, dass es euch was gebracht hat. Nur Spaß ist ja auch doof, aber nur Lernen ist auch doof. Ich hoffe, das ist eine schöne Kombination gewesen. Wenn ihr Lust habt, seid ihr nächsten Dienstag wieder mit dabei. 18.30 Uhr, wie ich schon vormerken. Auch im Sommer jetzt, jeden Dienstag 18.30 Uhr. Wir gucken auf den Chart, wir suchen uns Trading-Situationen raus. Sehr, sehr gerne dürft ihr euch immer was wünschen. Wenn ihr keine Wünsche habt, bringe ich irgendwelche Sachen. Wenn ihr Fragen habt an das Team von XTB, die hungern nach interessierten Leuten, die freuen sich immer. Und genauso geht mir das, wenn sich jemand interessiert für die Märkte,
dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und es ist ja schön, dass wir in dieser Runde immer wieder schön zusammenkommen. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße, eine erfolgreiche Woche und dann sehen wir uns in Bälde wieder. Bis dann. Ciao, ciao.